Herr Safranski, Sie haben Bücher geschrieben über E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schiller, also über deutsche Großphilosophen und deutsche Großschriftsteller, wenn man so sagen darf. Und jetzt ein Buch über die Romantik. Weshalb gerade die Romantik und weswegen die Romantik als eine deutsche Affäre, wie ja Ihr Buch im Untertitel heißt? Ja, die erste Frage lässt sich schnell beantworten. Die Romantik ist für mich ein Thema, das unterschwellig bei den Figuren, die Sie genannt haben, über die ich geschrieben habe, immer schon mit im Spiel war. Und die Romantik oder das Romantische ist auch wirklich eine Leidenschaft. Ich bin auch selber ziemlich stark romantisch. Das andere, das ist natürlich eine große Frage mit der deutschen Affäre. Erstmal nur so viel. Zunächst mal bedeutet es auch einfach, man könnte auch ein Buch über die Romantik als französische Affäre, man könnte auch ein Buch schreiben über die Romantik als englische oder als italienische Affäre. Und ich wollte ein Buch über Romantik in Deutschland. Und das ist einfach eine Begrenzung, die ich sehr bewusst vorgenommen habe. Im Bewusstsein durchaus, dass Romantik auch ein europäisches Phänomen ist. Aber ich weiß auch, und das ist jedenfalls meine Überzeugung, dass so sehr Romantik ein europäisches Phänomen ist, war doch die deutsche Romantik im 19. Jahrhundert zumindest vorbildgebend für die anderen Romantiken. Die deutsche Romantik war gewissermaßen das Vollbild. Und Baudelaire bewundert, E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, dieser große Amerikaner, bewundert auch E.T.A. Hoffmann. Ganz Europa schwelgt in Wagner. Und Wagner, ich beschreibe das ja in meinem Buch, ist auch ein großer Romantiker. Also will sagen, wir werden das sicher noch vertiefen. Die deutsche Romantik hat nun eine ganz besondere Rolle gespielt. Und das Zweite ist, was wir sicher auch noch vertiefen werden, ist, dass es auch eine heikle Beziehung gibt zwischen dem Affäre. Romantischen und der deutschen Kultur. Das ist nicht ganz ohne, ja. Und das ist auch, da richte ich dann im zweiten Teil meines Buches vor allem auch die Aufmerksamkeit drauf. Auf die heikle Geschichte im Sinne, wie man Affäre sagt, starke Leidenschaft, Seitensprung, stärker oft als die Ehe, ja, ist mehr Leidenschaft manchmal drin, aber auch was Skandalisierendes, was Problematisches eben. In dem Wort Affäre steckt ja schon so etwas Uneheliches und Unkoscheres drin. Und wenn man Ihr Buch mal einfach aus Distanz betrachtet, Romantik, eine deutsche Affäre, könnten ja die Leser irregeführt werden, sozusagen den Eindruck erhalten, Deutschland hat schon wieder das große Volk der Dichter und Denker etwas monopolisiert. Sie sind die Erfinder der Romantik, aber das wollen Sie ja in diesem Sinne gar nicht behaupten. Nein, so würde ich es nicht sagen. Aber allerdings will ich schon sagen, was ich auch eben angedeutet habe, dass Deutschland mit der Romantik im 19. Jahrhundert eine Vorbildrolle gehabt hat. Das schon. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass die deutsche Kultur im 19. Jahrhundert sicher die glanzvollste Kultur in Europa war. Das würde ich schon auch behaupten. Das kann ich ja so behaupten, weil ich ja keinen Anteil daran habe. Ich habe da ja nicht mit dran gedreht. Ja? Und ich kann auch nicht stolz darauf sein, weil ich ja damit direkt nichts zu tun hatte, sondern selber nur ein Erbe bin. Aber das ist schon eine große Geschichte gewesen. Wobei wir natürlich Geschichte und auch die deutsche Geschichte immer aus der Perspektive der Katastrophe des 20. Jahrhunderts denken. Ja, das ist falsch. Leider muss man das sagen. Das ist wirklich auch falsch. Die Katastrophe im 20. Jahrhundert hat es gegeben. Aber wir dürfen nicht den Fehler begehen, eine Determinationsgeschichte zu konstruieren und gewissermaßen auch das 19. Jahrhundert
als Vorgeschichte eines Verbrechens zu sehen. Ja? Es gibt ja auch diese Sichtweise, die sagt, von Luther bis Hitler, ja, führt ein strikter Weg. Halte ich alles für Schwachsinn. Ja? Wir kommen nachher noch mal darauf zu sprechen, an dem Punkt, wo auch die deutsche Romantik enorm politisch wird. Aber vielleicht zunächst mal ganz zum Anfang, was ist überhaupt Romantik? Ja. Was ist das, ein Aufbruch, ein bisschen La Fantaisie au pouvoir oder ein Neuanfang, ein paar Jünglinge, die einen Hormonüberschuss hatten? Oder? Ja, Frau Jauch, vielleicht ist es da einfach ganz gut, wirklich auch an dem anzuknüpfen, was sich ein Normalbürger auch unter Romantik vorstellt. Da liegt man gar nicht so falsch, wenn man jetzt auf die historische Romantik geht. Nicht? Sie haben ja diese schönen Bilder von Caspar David Friedrich hier mitgebracht. Ja? Der einsame Wanderer über dem Nebelmeer. Ja, klassisches Nebelmeer, Bild der deutschen Romantik. Ja, das ist nun Romantik pur, ja? Als Malerei. Und das verbinden wir auch mit Recht, mit Romantik, nämlich, und da haben wir schon so einen Punkt, eine Naturseligkeit, eine neue Art, die Natur als Botschaft auch zu sehen, die uns etwas zu sagen hat und nicht unbedingt gleich etwas Theologisches wie früher, sondern etwas, ja, was mit sehr starken Gefühlen zusammenhängt. Die Romantiker wollten von der gegenständlichen Natur zu einer Natur, mit der man gewissermaßen einen Dialog führen kann. Nicht? Auf diesem anderen Bild ist das auch eindrucksvoll. Klassische romantische Szene, Mondschein in einem Wald. Ödo von Horvath hat einmal gesagt im 20. Jahrhundert, Romantik ist die Sache mit dem Mond. Ja, das ist sehr schön gesagt, ja. Und um diese Sache mit dem Mond in Gang setzen zu können, muss man natürlich auch dieses Gefühl haben, dass die Nacht, nicht nur etwas Beängstigendes ist, sondern die Nacht etwas auf eine mysteriöse Weise Einhüllendes. Ich meine, ich erinnere daran, einer der berühmten Gedichte aus der romantischen Zeit von Novalis, ja, Hymnen an die Nacht, die Heiligsprechung der Nacht, in der Romantik ein großes Thema. Aber auch alles das, wo es Schattenzonen gibt, wo es das Geheimnis gibt, wo es nicht ausgeleuchtet ist. Das ist auch diese Haltung jetzt gegen die Aufklärung. Ja, die Aufklärung ist in das Lichtbringen verliebt und die Romantiker lieben die Grenze zwischen Licht und Schatten. Sie lieben das Schattenspiel, sie lieben auch die Nacht. Wer lange ins Dunkle blickt, wird immer etwas entdecken. Ja? Das war eigentlich so eine Devise bei den Romantikern. Und sie blicken auch, wir sprachen eben über die Natur, über diese Naturseligkeit. Aber die Romantiker entwickeln auch ein Gefühl und eine Entdeckerneugier in Bezug auf die nächtlichen Seiten bei uns, in uns selbst. Die Romantiker, ein Jahrhundert vor Sigmund Freud, entdecken sie, kann man sagen, das Unbewusste und bringen es zur Sprache und bohren sich dort hinein. Darf ich da noch etwas nachfassen? Ich meine, Romantik folgt, wenn man das ein bisschen in der schubladisierten Ideengeschichte betrachtet, auf die Zeit der sogenannten Aufklärung. Die deutsche Aufklärung, auch eine vorbildliche Aufklärung für ganz Europa, hat sozusagen die Nüchternheit, die Kritik der reinen Vernunft, also etwas, was spröde, trocken und allerdings nicht verschattet ist, auf das Panier gesetzt. Nun kommen diese Romantiker. Wie kann das überhaupt passieren, dass plötzlich sozusagen eine Leitidee einer Zeit, nämlich die aufgeklärte Vernunft, die möglichst nicht träumt, nicht in die Dunkelheiten schaut und die Seele ein bisschen außen vor lässt, wie kann das passieren, dass eine solche Leitidee durch eine neue Leitidee ersetzt wird? Also, auf die Schiffe, Leute, lasst uns neues Land erkunden. Ist da eine Frustration auch festzustellen an dieser trockenen und spröden aufklärerischen Vernunft? Ja, eine gute Frage, Frau Jauch. Und man muss auch dabei dann bedenken, wenn ich darauf antworte,
dass die Dinge ganz nah beisammen liegen. Aufklärung. Wir in literaturgeschichtlichen Darstellungen ist das dann immer durch große Kapitel Zwischenräume getrennt. Aber eigentlich liegt es sehr dicht beisammen. Diese erste romantische Generation, also wenn ich Namen nenne, also die Gebrüder Schlegel, ja, Novalis, Tieck, das waren diese große Figuren in der Philosophie, dann der junge Schiedern, der junge Schelling, und Fichte, Wackenroder, also das war der erste Kreis. Die sind durch die Schule der Aufklärung hindurchgegangen. Sie sind insbesondere durch die Schule von Kant. Das Kant-Erlebnis hatten sie alle. Also sie haben das alles, was wir jetzt Aufklärung nennen, nicht ignoriert, sondern sie haben sich daran gemessen, haben daran Maß genommen. Der junge Schlegel schreibt einen wichtigen Aufsatz über Lessing, den er über alles bewundert. Aber sie wollen von der, ja, man könnte sagen, von der exklusiven Vernunft, die also bestimmte Dinge ausschließt, wollen sie zu einer inklusiven Vernunft kommen. Also sie wollen mit der Vernunft so umgehen, dass sie noch viel mehr in sich aufnimmt und integriert, als es die bisherige Aufklärung geleistet hat. Also wenn man die damals gefragt hätte, ja, wollt ihr was gegen die Aufklärung? Nein, würden sie gesagt haben. Wir wollen den Begriff der Vernunft nur elastischer machen. Er muss noch mehr umfassen, ja? Und er muss noch mehr zur Sprache bringen können. Eine Expansion. Sie wollten eine Expansion unseres Bewusstseins. Also keine anti-autoritäre Auflehnung. Aber ja, wenn ich da eine Klammer hinzusetzen darf, ist das nicht besonders auch das Schicksal der deutschen Aufklärung, dass die sozusagen so unromantisch immer rezipiert worden ist. Andere Aufklärungsformen, sagen wir in Frankreich oder in England, Eklersismo, da hat man andere Geister noch gekannt, die sozusagen nicht die Vernunft auf Flaschen ziehen wollte. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr gute Beobachtung. Das zeigt auch eine besondere Prägung in Deutschland. Also wenn man, um mal Namen zu nennen, in Frankreich Rousseau oder Diderot, ja, nimmt, dann wird man wirklich auch eine außerordentlich geräumige Vernunft dort antreffen. Und es ist ja auch so, wenn ich vorher sagte, dass die Romantiker dieses neue Naturgefühl entwickeln, ja, da nun hat tatsächlich Rousseau, den man ja auch eigentlich zur Aufklärung rechnen muss, der hat da gewaltig vorgearbeitet. Nicht? Der hat dieses zurück zur Natur, er hat das ja selber nie so gesagt, aber der Sache nach diesem Gefühl Ausdruck gegeben. Da war also die Romantik, die Aufklärung schon um einiges elastischer als in Deutschland. Ja? Und in Deutschland gab es da einfach noch ein Defizit. Und das musste aufgearbeitet mit einem werden. Großen energetischen Impuls. So ist die deutsche Romantik nicht letztlich auch besonders durch ihre Personalgeschichte? Also das sind ja nicht einzelne Individuen, sondern Sie schreiben mal in einem Buch, dass sozusagen eine der ersten Wohngemeinschaften in Jena grundsätzlich auch noch dafür verantwortlich ist, dass die Aufklärung diesen großen Aufbruch gehabt hat. Stammt die Aufklärung vom Personal her aus einer Jenaer Wohngemeinschaft? Ja, es ist schon auffällig, dass die Romantiker, diese Generation, ein starkes Gefühl dafür gehabt hat, sich zu einem, ja, wie soll man sagen, zu einem Gesamtsubjekt, zu einem kollektiven Subjekt zusammenzuschließen. Also der Schlegel, ja, beginnt darüber zu theoretisieren, dass man ja eigentlich im Freundesbund Symphilosophie betreiben solle und dass man Sympoesie, also immer gemeinsam, also über die Autorengrenze hinweg eine gemeinsame Produktionsweise, wobei die Romantiker ja einen hohen Sinn für Individualität hatten, also dann meinten sie nicht, dass in einer Gemeinsamkeit die Individualität untergehen sollte, sondern sich mehrere zu einem gemeinsamen Individuum, zu etwas Unverwechselbarem zusammenschließen. Und das gelang auch zeitweilig. Es waren intensive Freundschaftsbünde da und es gab diesen legendären Sommer
1799 in Jena, wo die da im Hause von August Wilhelm Schlegel zeitweilig alle zusammenkamen. Und sie haben selber darüber in verklärenden Rückblick gesprochen. Also das war, da ging die Rakete hoch, ja. Mhm. Und Novalis kam, Fichte war da, Schelling war da, die Schlegels waren da, ja. Also Tieck war da. Und es, man las sich die entstehenden Sachen vor und es wurde heiß debattiert und ironisiert und gestritten und so weiter. Das war die fast schon legendäre Gemeinschaftlichkeit und dann die Frauen, Caroline Schlegel, die dann nachher zu Schelling überging, die eine sehr wichtige, zwar nicht literarische Rolle unbedingt, aber eine anderweitige als Anregerin große Rolle spielte, Dorothea Veit, die Tochter von Mendelssohn, die mit Friedrich Schlegel zusammen war, die also auch mächtig da mitgewirkt haben. So sage ich dann, das war die erste Wohngemeinschaft, die sich da gebildet hat. Ja. Aber Wohngemeinschaften gruppieren sich wahrscheinlich auch um einzelne Individuen herum. Und es ist ein Geist, der vielleicht im Gemeinsamen entsteht. Und nachträglich hat man die Tendenzen sich wahrscheinlich auch um einzelne Individuen herum. Und es ist ein Geist, der vielleicht im Gemeinsamen entsteht und nachträglich hat man die Tendenz, das etwas zu verklären. Wir haben hier die Büste auch eines dieser bedeutenden Romantiker oder auch Idealisten. Wir haben die Büste von Schelling hier stehen. Wenn Sie ihn anschauen, es ist ein junger Mensch mit einer unglaublich stürmerischen und drängerischen Frisur. Ich weiß nicht genau, wie diese Büste auf uns gekommen ist. Ich habe die irgendwann mal in einem verlassenen Zimmer eines philosophischen Seminars mitgenommen, als das geräumt wurde und die niemand haben wollte. Und seither steht die bei mir in der Wohnung. Ich frage mich manchmal, Schelling, was kann der uns noch sagen? Ist der ein Vertreter des deutschen Idealismus oder sehen Sie ihm auch einen Begründer dieses romantischen Gemeinschaftssinnes? Also ist er der Großphilosoph oder ist er eingepasst auch in diesen Geist dieser Wohngemeinschaft? Er ist in diesen Jahren, also wir sprechen so um die Jahre um 1800, ja. Ist er schon ein wichtiges Mitglied des ganzen Freundeskreises. Aber wie man auch an dieser Büste sieht, er war schon eine sehr eindringliche Figur. Er war Mitglied des ganzen Freundeskreises. Aber wie man auch an dieser Büste sieht, er war schon eine sehr eindringliche Figur. Er war sofort auch eine Mittelpunktfigur. Wobei man dazu sagen musste, fast jeder fühlte sich da als Mittelpunkt. Ja, hat etwas mit dem Philosophen per se zu tun. Er war nun wirklich, er war so eindrucksvoll, dass ja auch Goethe sagte, hoppla, das ist aber ein junger Mann, das ist ein junges Genie. Also er war ein Star. Mhm. Wir würden heute sagen, er war ein Star. Der erste Star war Fichte, ja, der den kometenhaften Aufstieg gemacht hat um 1794 herum. Und dann war er der Shootingstar, der am Ende des Jahrhunderts, ja. Und er hat auch in jungen Jahren in einem unglaublichen Tempo hat er seine wichtigen Dinge geschrieben und er wurde ja dann erst später sehr zögerlich und hielt zurück. Aber in dieser Zeit kam eine Sache nach der anderen und Ihre Frage, ja nun, wie ist das mit dem Romantischen bei ihm? Man kann ihn schon zusammen mit Fichte als einer dieser ganz wichtigen philosophischen Stichwortgeber der frühen Romantik ansehen. Und zwar vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Naturphilosophie. Ja? Also dieser Grundgedanke, dass die Natur nicht einfach der Gegenstand unserer Bemächtigung ist, nicht eine tote Natur ist, sondern dass die Natur von einem evolutiven Geist erfüllt ist, der in uns auch lebt. Und dann kommt die geniale Formulierung bei Schelling, die dann auch Goethe aufgreifen wird. Die Natur schlägt in uns die Augen auf und bemerkt, dass sie da ist. Ja? Also der menschliche Geist als die Selbstsichtbarkeit des Geistes
der im Naturprozess, im dynamischen Naturprozess selbst arbeitet. Das war der zündende Gedanke. Mhm. Ja. Und den hat er auch sehr subtil ausgearbeitet. Mhm. Und wenn man sich die Bilder von Caspar David Friedrich anguckt, dann wird man bemerken, mal etwas flapsig gesagt, das ist illustrierter Schelling. Ja, ja, sehr schön gesagt. Das ist illustrierter Schelling. Da könnte man eigentlich sagen, dass die Aufklärung, also zumindest die deutsche Aufklärung bei Rousseau oder bei den Franzosen und bei den Engländern ist es sicher anders, dass die deutsche Aufklärung im Grunde genommen auch mit einer eminenten Naturvergessenheit geschlagen war. Ja. Ja. Und die deutschen Romantik mit ihrer Naturseligkeit, die sich in der Romantik entwickelt, hat natürlich auch etwas zu tun, dass, wie soll man sagen, also diese kulturelle Entwicklung in Deutschland in den Kleinstädten vonstatten ging, eben nicht in urbanen Räumen, nicht so sehr in urbanen, gut, Jena, ja, wir sprachen über Jena, aber Jena ist gemessen an Paris, ja, das ist eine winzige Kleinstadt, ja. Das ist alles schon sehr wichtig zu bedenken, dass das, dass die Naturnähe als Lebenswelt natürlich viel stärker gegeben war als in solchen kulturellen Zentren wie Paris und London, ja, wo Natur tatsächlich noch mal einen anderen Stellenwert hat als dann in Deutschland. Das Waldesrauschen, die Mondnacht. Ich meine, schon damals in Paris eine Mondnacht zu erleben war schwer, weil Paris schon so illuminiert war abends, dass man wie heute in den großen Städten den Himmel kaum gesehen hat, ja. Also man musste schon entweder in der französischen Provinz sein oder man musste in Deutschland sein, um einen Mond richtig schön zu sehen. Aber dann könnte man ja formulieren, die deutsche Romantik ist auch generiert durch eine Verspätung der frühen Moderne in Deutschland. Also man hat die Metropole noch nicht erfunden. So ist es. Es kommt, da ist ein Element der Verspätung drin. Aber, und jetzt wird es sehr spannend in Bezug auf die deutsche Romantik. Es waren wiederum so sensible Geister, diese Romantiker, dass sie das, was nun anstand und auf sie zukam im 19. Jahrhundert, nämlich das, was dann der Max Weber nennen wird, Entzauberung im Resultat und in der Sache, Rationalisierung, und dass die Lebensverhältnisse rationell werden und rational, dass Arbeitsteilung, Industrie, Handwerk, dass die alten Strukturen vergehen, das alles haben die Romantiker, die Veränderung der Lebenswelt durch das bürgerliche Prinzip der Ökonomie, das in Deutschland erst richtig begann, das haben die in ihren Folgen bereits geahnt, ja. Und Novalis zum Beispiel in seinem berühmten Aufsatz über Christenheit oder Europa von 1799 warnt davor, dass wir die Natur zur klappernden Mühle machen, die unsere Industrie einfach nur in Gang hält. Ja? Und plädiert für einen anderen Naturumgang zu einem Zeitpunkt, wo die Industrialisierung erst anfängt. Die sind also gewissermaßen Kritiker der negativen Folgen der Industrialisierung avant l'être, genau, bevor es richtig losgeht. Frühe Kapitalismuskritik. Ja, natürlich. Ja, deswegen haben wir sprechen wir auch von einem romantischen Antikapitalismus. Der begann damals. Genau. Noch eine ganz andere Frage, noch mal zu diesem Geniebegriff. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen davon gesprochen, das waren alles geniale Jünglinge, die da ausgezogen sind und was anderes tun wollten, als ihre Väter getan haben. Merkwürdig ist ja ein bisschen, noch Kant hat eigentlich gesagt über das Individuum de nobis ipsi silemus, über uns selber schweigen wir, von mir selber sage ich nichts, das Ich existiert nicht. Und plötzlich die Romantiker, die sprechen ja nur noch vom Ich. Ja. Alle sind aufgeblähte Ichs, wenn man es so sagen darf, und zerplatzen beinahe an der eigenen Genialität und der Überzeugung, etwas Neues zu kreieren. Also das ist doch auch merkwürdig. Da hat man vorher sozusagen das Ich verbot und plötzlich kommt diese Ich-Philosophie in der deutschen Romantik. Die Symptomatik ist klar. Die Romantiker
oder die Romantik, die Epoche, also so, sagen wir mal so, eben um 1800, wenn wir von der Epoche reden, ist, also so, sagen wir mal so, eben um 1800, wenn wir von der Epoche reden, ist zugleich eine Epoche, das zeichnet die Romantik aus, in der es eine Lust ist, ich zu sagen. Da haben wir jetzt schon drei Elemente zusammen. Wir haben über die Natur gesprochen, wir haben über den romantischen Antikapitalismus gesprochen und jetzt sprechen wir über die romantische Lust, ein Ich zu sein, ein Individuum, etwas Unverwechselbares. Jeder ist ein Kosmos. Und jetzt kommt diese deutsch-idealistische Bildungsidee, ist da sehr alles miteinander verknüpft, kommt natürlich auch gleich hinein. Novalis sagt, jeder ist ein Kunstwerk und es kommt nicht nur darauf an, Kunstwerke zu machen, indem man Bilder malt und Gedichte zu machen, indem man Bilder malt und Gedichte schreibt, sondern jeder als Individuum, als ein Ich, ist ein Kunstwerk und es kommt darauf an, dieses Kunstwerk zu entwickeln. Jeder sitzt auf einer Geniepotenz. Ja, wir werden als Genies geboren und sterben als Idioten. Und das möglichst lange hinauszuschieben, den Idioten, den man ist, der man möglicherweise ist, möglichst weit hinauszuschieben und das Geniale zum Ausdruck zu bringen. Das war eine dieser Ideen der Romantiker. Es war eine Lust, ein Ich zu sein. Und das Ich hat was zu sagen. Und das Ich hat Formen in die Welt zu bringen. Und das Ich ist, vielleicht sogar sagt auch Novalis, ist ein Tempel des Göttlichen. Ja? Also das, da wird mit höchster Wonne davon geschwärmt. Auch da muss man sagen, da gibt es natürlich auch europäische Stichworte. Höchster Wonne davon geschwärmt. Auch da muss man sagen, da gibt es natürlich auch europäische Stichworte, das ist klar. Ja? Diese Lust, ein Ich zu sein, wer sagt das zuerst mal so, dass das ganz Europa drauf hört? Montaigne. Das ist Montaigne schon, ja, Montaigne und dann Rousseau. Ja, Rousseau, ich kehre in mich selbst zurück. Goethe, der junge Goethe, wird ihm das dann nachsprechen im Werther. Ich gehe in mich selbst zurück, heißt es da auch, und finde eine Welt. Ja. Sturm und Drang würde ich ja auch unter eine vorromantische Epoche rechnen. Also das alles hat natürlich seine Vorbereitung. Mhm. Aber dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen, für diese neue Lust, ein Ich zu sein. Ich habe es versucht, ja in meinem Buch auch darzustellen. Man muss das Hintergrundrauschen dieses Phänomens Napoleon mitbedenken. Napoleon beginnt seinen Aufstieg. Europa schaut atemlos zu, wie der an die Spitze des europäischen Machthimmels hinaufgeschossen wird oder sich selbst hinausschießt. Napoleon war eine Ich-AG, ja, ein Super-Ich. Der hat gewissermaßen ganz Europa vorgeführt, geschossen wird oder sich selbst hinausschießt. Napoleon war eine Ich-AG, ja, ein Super-Ich. Der hat gewissermaßen ganz Europa vorgeführt, dass ein Ich mit dem Charisma der Macht, mit dem, was er ist, die ganze alte europäische Ordnung umstürzt, ja, und die ganzen Karten neu verteilt. Und wenn man vom Ich, wenn dann Fichte seine Ich-Philosophie entwickelt, ja, und vom Ich, das Ich ist etwas, was die Welt setzt und das Ich ist etwas, was das Nicht-Ich modelt und formt und so weiter. Also diese hohen Töne über das Ich, da muss man natürlich die Karriere dieses Super-Ichs Napoleon mithören. Der ist dann sehr wichtig für die Romantiker, ja? Da kommen wir ja wahrscheinlich zu einem brenzligen Punkt, weil das romantische Ich und das napoleonische Ich, die müssen ja nicht zwingend deckungsgleich sein. Wenn wir mal zu Eichendorff zum Beispiel gehen, aus dem Leben eines Taugenichts, das ist ja auch ein Ich. Mhm. Ein Ich, das von einem Taugenichts handelt oder zu einem Taugenichts gehört, das ist ja diametral entgegengesetzt gegen dieses machtpolitische europäische Ich, das Napoleon dann ausmacht. Wie können diese beiden Dinge überhaupt zusammenkommen? Ist das nicht eine große Verwechslung? Und um die Frage noch etwas zuzuspitzen, ist nicht das Problem auch der deutschen Romantik oder der Romantiker zu der Zeit, dass sie im Grunde genommen ihren Aufbruch und die Lust, ein Ich zu sein, mit dem deutschen Nationalismus, dem entstehenden deutschen Nationalismus, vermengt haben? Und da beginnt ja eigentlich
auch die schwierige Geschichte des Zusammengehens der Politik und der Romantik. Ja, die zunächst mal sind die Romantiker, wie immer von großen Dingen ist man auf ambivalente Weise angerührt. Also es wäre eine ganz eigene Geschichte zu erzählen über die tiefe Ambivalenz im Verhältnis zu Napoleon. Ich habe eben dieses euphorisierende Ich-Gefühl hervorgehoben. Das war auch da. Aber gleichzeitig ist auch eine dämonische, auch Beängstigung natürlich zugleich auch da. Also es ist ein ambivalentes Gefühl. Und jetzt kommt noch vor allem eine Ambivalenz, weil es dieses napoleonische Ich, nun ja, es ist eine politische Weltbeherrschungsfantasie, die da auch angeregt wird. Und es gibt dann auch zum Beispiel ein Phänomen, ich kann es nur mal streifen, in derselben Zeit, als man beginnt über Napoleon, von Napoleon fasziniert zu sein, ist man fasziniert von den Magnetiseuren. Das ist diese modische Richtung von, wir würden heute sagen, so Mesmer, ja, also das ist so im Grunde Vorform auch ein bisschen der Psychoanalyse, ja, also Figuren, charismatische Heiler, ja, die durch Striche am Körper den Menschen als Leib-Seele-Einheit genommen kurieren können, Frauen vor allem zum somnambulen Träumen veranlassen, uns einen Weg in die eigene Seele, ins Unbewusste eröffnen und so weiter. Also kurzum, Machtfiguren auf der psychophysischen Ebene. Und diese beiden Bilder, Napoleon, das große politische Ich, der Magnetiseur, dieses psychophysische große Macht-Ich, ja, diese beiden Figuren, bei E.T. Hoffmann besonders, schwimmen die ineinander, ja, und erzeugen deswegen auch dieses eigenartig ambivalente Gefühl, dass ein Napoleon von innen, um einen Napoleon von innen bittend, ja, also sagen der Napoleon, dieses große Ich, reicht in jede Faser meines Ichs hinein. Und deswegen muss ich auch eine Rebellion erzeugen gegen diese Übermächtigung. Ja? Und deswegen entstehen aus der Abwehr auch wiederum andere Ideen, die dann gegen dieses Macht-Ich aufgeboten werden. Also es ist ein komplizierter Prozess. Aber jetzt relativ einfach wird es, wenn wir auf die patriotische Romantik im Zusammenhang des antinapoleonischen Befreiungskampfes blicken. Das ist relativ unkompliziert. Es ist so, man kann sagen, der Nationalismus, die Geburt oder des Patriotismus in Europa, und Deutschland ist da nur ein Segment davon, ist natürlich durch die Grande Nation Frankreich, die hat vorexerziert, was es ist, eine Nation zu sein. Also die Franzosen sind schuld? Nicht die Franzosen, nein, Schuld. Das geht gar nicht um Schuld, sondern wenn man sagt, der Nationalismus ist ein Gewächs des 19. Jahrhunderts, dann muss man sagen, ja, die erste große Blüte erlebt er natürlich in Frankreich. Und die anderen sind jetzt in Deutschland besonders, ahmen das jetzt nach. Und gegen dieses Gefühl, eine große Nation zu sein, versucht man zum Teil auch sehr verkrampft, nun auch eine Nation zu sein. Ich würde mal sagen, das gehört einfach zur Normalität des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert entdeckt die Nation. Nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung aus dem Mittelalter ist das eben die nächste Stufe. Man entdeckt die Nation. Und deswegen ist eigentlich gar nicht mehr so besonders erklärungsbedürftig, warum überall jetzt das Verlangen nach Nation entsteht. Das ist gewissermaßen das Selbstverständliche des 19. Erklärungsbedürftig sind ja immer nur die Dinge, wenn sie nicht so selbstverständlich sind. Aber dass sich ein nationales Bewusstsein entwickelt, ist erstmal selbstverständlich. Und so ist das dann auch in Deutschland. Und da kann man nur beobachten, dass die romantischen Energien, die sich nun vorher da entwickelt hatten, das starke Ich, die Lust, ein Ich zu sein, was ich da gesagt habe, Natur und so weiter, dass diese Romantiker gewissermaßen dieses Ich, von dem sie vorher geschwärmt haben und das sie auch selber kultiviert haben, die Individualität,
umformatieren auf die nächsthöhere Ebene, auf das Ich einer Nation. Ja, also so das jetzt auch, das muss man sich wirklich so, aber wenn in unseren heutigen technischen Begriffen würden wir sagen, umformatieren, aus diesem Ich wird ein Wir, aber dieses Wir behält die Attribute dieses Ichs. Ist das also nicht ein alter Trick der deutschen Philosophie? Es ist ein alter Trick, ja, dass wir werden den Trick übrigens nicht nur der deutschen Philosophie, aber auch besonders dort, die Deutschen sind auch da Meister. Da ist es eine besondere Fertigkeit, aus dem heißen Ich ein emphatisches Wir zu machen. Ja? Das geschieht dort und so kommt es nun dazu. Und dabei werden aber natürlich großartige Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel, so wie das Ich sich auf einmal mit seiner Geschichte beschäftigt und mit seinem Unbewussten. Ja? So wird jetzt auf der nächsthöheren Ebene das Volk, ja, wird jetzt auch in den Keller gegangen und in die Geschichte und so entsteht das, was wir dann nennen historische Wissenschaft. Dann beginnen die Brüder Grimm, beginnen die Märchen zu sammeln und dann beginnt man die alten Rechtsaltertümer zu sammeln und dann beginnt man überhaupt eine Geschichte des langsamen Entstehens dieser Population da mitten in Europa zu rekonstruieren und auch eine sentimentale Anhänglichkeit daran zu entwickeln. Alles das sind Dinge, die uns unglaublich bereichert haben in unserem Verständnis. Und man kann überhaupt sagen, ich weiß, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, dass diese Art des historischen Sinns mit vielleicht einer der nachhaltigsten Wirkungen des romantischen Geistes um 1800 war. Denn, Frau Jauch, das müssen wir uns schon mal klar machen, jetzt auf einmal das Gefühl zu entwickeln, wir sind Wesen, die im Strome der Geschichte treiben und alles ist Geschichte. Dieses Verständnis von Geschichtlichkeit ist natürlich auch die große Maschine zur Relativierung von allem. Wenn alles im Strom der Geschichte ist, kann sich kein Wert mehr als Absolutheit halten. Am Ende wird dieser historische Geist ja auch den ganzen Himmel nochmal abräumen. Dann wird man sich auf einmal fragen, ja, die Religionen, ja, hochinteressant, aber wie ist das denn entstanden? Und wenn man in die Entstehung von etwas hineinguckt mit dieser historischen Neugier, wird alles vor dem Gott der Geschichte, Gott in Anführungsstrichen, relativiert. Ja? Das kann man so betrachten, aber man könnte natürlich aus derselben Ausgangslage hier auch das Bedürfnis äußern, in diesem Strom der Geschichte eine handelnde Figur zu sein und Zeichen zu hinterlassen. Ja, und meine Frage ist ja noch immer, wie kann eine Strömung wie die Romantiker oder die Romantik, die wir ja vorhin so emphatisch beschrieben haben, neuer Aufbruch, Gefühle, Natur, frühe Kapitalismuskritik, Wandern im Mondschein und so weiter, sich inspirieren lassen auch von anderen europäischen Formen des Ich-Gefühls. Wir haben hier eine Übersetzung von Tristram Shandy, Laurence Sterne, auch ein wichtiges Buch, glaube ich, für die deutsche Romantik. Wie kann diese Gefühlslage plötzlich sozusagen in Waffen stehen? Das ist noch immer der Punkt. Also wie kann ich aus... Also meinen Sie jetzt diese Zeit, jetzt müssen wir natürlich jetzt genauer lokalisieren, wo wir es historisch... Meinen Sie die Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon? Fichte. Ja, ich meine, da fand ich es natürlich vollkommen richtig, sich mit der Waffe gegen Napoleon zu wehren. Napoleon war ja dann in seiner letzten Phase auch einfach in Deutschland einfach ein Unterdrücker. Er hat zwar auch bürgerliche Rechte und bürgerliche Freiheitselemente hineingebracht, aber es war natürlich unabdingbar, sich zugleich von dieser fremden Besatzung zu befreien. Das war ganz klar. Ja? Also da finde ich, das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem ist also höchstens, das ist wirklich ein Problem, dass in diesem Kampf, also auch schon
sehr deutlich chauvinistische Töne drin waren. Bei unserem großen Kleist vor allem am schlimmsten. Mhm. Ja, der Kleist war, was den Chauvinismus betrifft, hat er also die allerschlimmsten Dinge hinterlassen. Hermannschlacht ist, da merkt man, dass Kleist ein Genie der Liebe war, aber auch ein Genie des Hasses. Mhm. Ja? Und er war so unendlich talentiert, auch zu hassen. Und dann hat er von einem bestimmten Punkt an, hat er Napoleon dermaßen gehasst und die Franzosen, nachdem er sich ihnen als Geheimagent erstmal verkaufen wollte, aber wahrscheinlich gerade deswegen, also Kleist ist ein abgründiges Thema, ja. Aber ich meine, ich will nur sagen, da gab es dann auch chauvinistische Untertöne, ja. Aber in der Hauptlinie ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass man in Deutschland versuchte, von Napoleon loszukommen. Mhm. In dem Moment schon. In der Schweiz ja auch übrigens. Ja. Wobei, musste man sich ja auch von Napoleon befreien. Ja, die Schweiz ist vielleicht da nicht einfach nur ein Beispiel für einen Befreiungskrieg, sondern wir können doch immerhin sagen, unsere Verfassung verdanken wir der Helvetik und ohne Napoleon so hätten wir nie. Und in dieser Ambivalenz ist es natürlich auch in Deutschland. Viele bürgerliche Errungenschaften, Freiheitsrechte sind auch, das merkt man im Rheinland in Deutschland, ja, die verdanken sich auch Napoleon. Mhm. Nur ändert auch nichts, dass er von einer bestimmten Stufe an das Land unglaublich ausgebeutet, ausgepresst hat und man musste den Kerl natürlich wegtreiben. Das ist ganz klar. Der alte Goethe wird einmal sagen, das Romantische sei das Kranke. Hat er da schon sozusagen auf die Politisierung der Romantik gedacht oder wie? Nicht so sehr auf die Politisierung, sondern auf die Wiederchristlichwerdung der Romantiker. Ja? Also dieser Satz über das Kranke, also der nun jedem, der es hören wollte, erklärte, dass er ein Heide ist, ja, und dass er der konnte es dann nicht ertragen, dass ein Teil der Romantik auf einmal wieder, wie er das auch gesehen hatte, zu Kreuze gekrochen sind und wieder fromm wurden. So ein bisschen so ein ähnlicher Fall wie später Nietzsche in Bezug auf Wagner. Ja? Mhm. Der Nietzsche konnte das dann irgendwann mal nicht ertragen, dass der Wagner sich als Oberkirchenrat aufgespielt hat. Ja? Und so war die Äußerung von Goethe auch gemeint. In diesem Moment, sie ist ja auch gefallen, in diesem Moment, wo er da konfrontiert war mit diesen Nazarenern, mit diesen Malern, ja, die da in Rom im Kloster saßen und dann auf einmal so Apostelbilder malten und auf einmal alles so fromm und lauter barfüßige Christus so und so weiter. Und diesen frömmelnden Zug, ja, den konnte er auf den Tod nicht ausstehen. Ja? Und da fiel diese Äußerung. Mhm. Und da auch in diesem Sinne, naja, diese Romantiker, ja, erstmal sind sie Feuerköpfe, ja, und nachher werden sie fromm. Das ist so ein bisschen was Wackeliges, ja. So war das dann auch gemeint. Und deswegen sagte er, das Klassische ist das Gesunde, das hält Linie, ja. Aber die Romantiker, die sind ein bisschen Rohre im Wind, ja. Das ist etwas Unzuverlässiges, ja. Und das wird ja auch ein bisschen so bleiben, diese Romantiker als Rohre im Wind. Ich habe Ihr Buch unter anderem auch als eine Biografie der politischen Romantik gelesen. Ja, können Sie dazu noch was sagen? Ja, wir haben uns jetzt wirklich zunächst mal mit dieser wunderbaren Zeit um 1800, und das ist ja auch ganz toll, dass man das so in den Mittelpunkt erstmal stellt. Aber mein Buch, genau, hat den zweiten Teil, und da geht es um das Romantische, das ganze Fortleben. Und da kommt die Affäre auch so richtig zum Zuge, ja. Denn es gibt, in der Epoche der Romantik, ja, da war ja der Zusammenhang mit der Politik, war also teils jetzt gegen Napoleon, das hatten wir auch besprochen, und vorher, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Begeisterung für die französische Revolution, die da auch dazu gehört. Also relativ unproblematisch, würde ich mal sagen, das Verhältnis zur Politik. Aber das ändert sich und das wird zum Teil dann noch sehr problematisch. Also ich muss nur daran erinnern, dass dann Thomas Mann, um mal einen großen Sprung zu machen, 1914 bei Beginn des Ersten Weltkriegs die Lage so schildert, dass das romantische Deutschland sich gegen die demokratische Zivilisation des Westens wehrt. Und da merkt man doch, welche Mühlen jetzt auf einmal das Romantische treiben soll. Ja? Und diese Art der Verknüpfung, ja, mit Politik, da wird es dann
hochproblematisch, bis hin im Nationalsozialismus, die ja nun auch versuchten, an romantisches Reservoir heranzukommen und es für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Ja? Aber da gibt es ja fast etwas wie eine Umwertung der Werte. Das Romantische, was mal als, sozusagen als Gefühlshaltung des Enthusiasmus und der eigenen Genialität und des Aufbruchs und der Stimmung, vielleicht sogar der Erotik in der Lebenswelt betrachtet worden, es ist plötzlich die Betriebsenergie zu einem höheren Zweck hin, über den nicht mehr diskutiert werden darf. Naja, aber eben, ja, aber Frau Jauch, es ist halt, das Romantische als Haltung ist hinreichend, ja, undefinierbar, dass es die verschiedensten Mühlen treiben kann. Ich muss auch nur daran erinnern, gerade auch in der nationalsozialistischen Zeit, der deutsche Widerstand das ist 20. Juli, ja, die Männer und Männer und Frauen um Stauffenberg, ja, aus dem George-Kreis, ja, aus dem, die nannten das geheime Deutschland. Sehr romantische Quellen, dieser ganze Pool. Das heißt, sie fühlten sich als die eigentlichen Romantiker. Ja, gegen diese Verwahrlosung und diese Bestialisierung. Und so wenig es abzuleugnen ist, dass da romantische Motive von den Nazis auch benutzt worden ist. Aber eine Sache war mir sehr, sehr wichtig in meinem Buch. Man muss eine Sache feststellen. Der Hauptstrom, der ideologische Hauptstrom des Nationalsozialismus nährt sich nicht aus der Romantik, sondern aus ganz anderen trüben Quellen. Und das wird sehr oft vernachlässigt. Und diese anderen trüben Quellen sind, um es zugespitzt zu sagen, die brutalisierte und vulgarisierte Form der Naturwissenschaft am Ende des 19. Jahrhunderts. Biologismus, Rassismus, diese ganzen Fantasien des Menschenmodellierens und Eliminierens, das ist trübes Gewässer des Naturalismus und des Positivismus. Ja? Aber es gibt natürlich auch Leute, die hier argumentieren würden, die Romantik ist eine Angelegenheit, die die kritische Vernunft tendenziell ausschaltet und dann kann so etwas passieren, dass ein kruder Rassismus sozusagen sich der Menschen bemächtigt, weil sie nicht mehr in der Lage sind, die Dinge nüchtern zu betrachten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Goebbels in einer seiner Reden auch ganz explizit sich auf die Romantik bezogen und hat davon gesprochen, dass der Nationalsozialismus eine stählerne Romantik ist. Und das wurde übrigens gesagt in einem Zusammenhang, als deutlich wurde, dass die übrigen Romantiker eher, wir würden heute sagen, Weicheier sind. Und man braucht doch eigentlich eine andere Romantik. Die muss man auch neu erfinden. Die Romantiker auch sogar an diesem Punkt des Volkstums, ja, waren sie für die aus nationalsozialistischer Perspektive viel zu kosmopolitisch eingestellt, viel zu wenig rassistisch eingestellt. Also wenn man auf Herder oder nachher auf Knabenwunderhorn und die Heidelberger Romantik zurückgreift, viel zu kulturalistisch. Da fehlte die Hardware der Biologie, ja, und deswegen konnte man nicht so viel damit anfangen. Und mit diesen Taugenichtsfiguren konnte man auch nichts anfangen und mit den Träumern auch nicht. Und deswegen kam stählerne Romantik, übrigens ein Begriff, den tatsächlich dann Goebbels verwendet. Und von wem hat er ihn? Er hat ihn von Lenin. Ja? Also es gibt eine Karriere dieses Begriffs. Die Totalitären haben dann für die stählerne Romantik optiert. Müsste man da nicht sagen, um den Punkt noch etwas zuzuspitzen, und da mache ich gleich einen Angriff auf Ihren Untertitel, der mich wirklich sehr irritiert hat, müsste man nicht sagen, Romantik ein deutsches Missverständnis? Nein, ich finde Affäre, da bleibe ich dabei. Es ist, wenn man es einfach so versteht, dass ich erstens mich mit guten Gründen auf eine deutsche Geschichte konzentriere und dass ich zweitens eine heikle Art der Beziehung zugleich beschreiben will. Mit diesen ganzen Ambivalenzen, dann finde ich nach wie vor, also Affäre, ich bin sogar, als ich den Titel gefunden habe, es gibt immer so Punkte, wo, wenn man einen Titel
hat, dann weiß man, das Buch schreibst du auf jeden Fall zu Ende. Als ich zum Beispiel damals bei meinem Heidegger-Buch den Titel hatte, ein Meister aus Deutschland, wusste ich, das schreibst du zu Ende. Ja? Mhm. Und so war das hier bei der Romantik auch. Gut, vielleicht ist die Romantik keine deutsche Affäre, sondern eine Affäre, die unter anderem wesentlich auch in Deutschland gespielt hat. Und da bleibe ich einfach bei meinem Einwand. Ich glaube, europäisch gesehen hat es unglaublich viele Momente der Romantik gegeben und die gibt sie weiterhin. Aber dann, wenn Sie das so deutlich sagen, dann sage ich auch ganz deutlich, okay. Ich sage auch, beschreibt man die deutsche Romantik, hat man sie alle im Sack. Ja gut, das ist aber sozusagen ein Sparprinzip und darum muss es uns ja nicht gehen, oder? Doch, als wenn man ein Autor ist, ein Buch schreibt und nicht 5000 Seiten schreiben will, okay. Sondern ein Autor sein bedeutet, sich begrenzen und die Dinge zuzuspitzen. Und dann habe ich diese Zuspitzung gewählt. Das ist jetzt Ihre Ansicht der Sache. Ich denke, man schreibt auch, weil man endlich wieder Platz hat und vieles Nebensächliche auch noch sagen kann. Aber darüber wollen wir uns nicht streiten. Mhm. Herr Safranski, Sie selbst sind ja ein bekennender Romantiker, ich würde mich auch zu dieser Gruppe zählen. Sie selbst sind ein Alt-68er, das darf ich so sagen. Mhm. Also auch ein Zeitgenosse einer Epoche der politischen Romantik. Was ist der Unterschied zwischen jener Wohngemeinschaft 1799 und einer Berliner Wohngemeinschaft 1967? Naja, die Unterschiede liegen natürlich auf der Hand. Deswegen würde ich mal erst mal aufs Gemeinsame rekurrieren. Es ist schon dieses Gefühl, was die damals hatten in der frühen Romantik, dass nicht einfach nur eine neue Poesie oder eine neue Philosophie, sondern ein neues Lebensgefühl, ein neuer Stil des Lebens einkehren sollte. Dieses Gefühl war in dieser ersten Aufbruchsphase von 67, da würde ich auch einen deutlichen Unterschied machen, was nachher in den 70er Jahren dann kam. Also das, da habe ich vieles wiedererkannt, muss ich sagen. Ich habe auch vieles wiedererkannt, dieses Gefühl für die Musik, ja, das ja in der Romantik auch eine so große Rolle gespielt hat. Man begreift diese Zeit um die 67er, 68er Zeit nicht, wenn man nicht die Musik hört. Das war ein neues Lebensgefühl. Nietzsche würde das genannt haben, das dionysische Prinzip, ja. Also wenn es etwas Dionysisches um 68 gegeben hat, dann waren es die Doors, ja, zum Beispiel. Oder Pink Floyd, ja, oder so. Das war real existierender Dionysos, ja, und das war das Lebensgefühl, auch mit diesen erotischen Untertönen und dieser Neumischung des Geschlechterverhältnisses und so weiter, ja. Interessant allerdings war, dass nun so romantisch dieser Aufbruch war, mit der romantischen Hochkultur sozusagen, war man verfeindet. Man war überhaupt mit der Hochkultur ein bisschen verfeindet. Man in derselben Zeit, in der so Dionysos erstmal zuging, erschien ein Kursbuch 1968 in dieser leitenden maßgeblichen Zeitschrift, wo die Literatur für tot erklärt worden ist und plädiert worden ist, bitteschön in Zeiten, die so im Argen liegen, wo die Amerikaner Vietnam bombardieren und in Bolivien die Bauern verhungern und so weiter, gibt es wichtigere Dinge als Literatur zu machen oder Poesie zu machen. Da kann man allenfalls Dokumentarliteratur und Reportagen und so weiter machen. Ja, da gibt es gegenüber der Hochkultur gab es ein richtiges Ressentiment. Das ist ein ganz eigenartiger Widerspruch, über den ich auch schreibe. Übrigens ein Widerspruch, der sich schon mal im 19. Jahrhundert ereignet hat in der Kontroverse zwischen Heine und Börne, auch eigentlich zwei Romantiker, ja, wo dieselbe Streitfrage abgehandelt worden ist. Ja. Wobei die Doors wahrscheinlich nicht jene Hochkultur produziert haben, die man in der Musik als Klassik verstanden hat. Also das war ja auch ein Neueinsetzen, das war eine ganz andere Musik, die genau nicht mit dem zu tun hatte, was man sozusagen überkommen hat. Noch zur Gegenwart, wir leben heute in merkwürdigen Zeiten, wir wissen eigentlich nicht genau, in welchen Zeiten wir leben. Wir lesen am Morgen die Börsenkurse, am Mittag schauen wir, wie es unserer Lebensversicherung steht und am Abend gehen wir vielleicht in die Oper und lassen uns von einem Liebesdrama mit Liebestod noch romantisch ein bisschen kitzeln.
Hat die Romantik noch eine Zukunft? Ist sie Gegenwart oder hat sich die Romantik gelohnt? Also sie hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hoffe, dass sie sich auch noch weiter lohnen wird. Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir sie jetzt biedermeierlich eingegrenzt haben. Wir haben sie domestiziert und die Romantik will auch immer etwas Explosives. Nach all den Geschichten im 20. Jahrhundert kann man ja auch verstehen, dass man die Romantik zum Beispiel von der Politik fernhält. Dafür plädiere ich ja auch. Da muss man nun aber dann auch aufpassen, dass man nicht zu biedermeierlich treiben. Sie haben zwei Dinge entwickelt am Schluss, zwei Klassen, das Romantische und die Politik. Das soll sich nicht dringend mischen. Aber ich meine, jemand, der Politik macht, muss doch letztlich als Philosoph auch noch daran glauben, dass Dinge möglich sind, zum Beispiel Freiheit. Ja. Solche Dinge. Das sind doch romantische Gedanken. Das ganz gewiss. Und ich glaube, wir müssen heute im Moment, wenn wir unsere Politiker in der Bundesrepublik jedenfalls angucken, da besteht überhaupt bei Kurt Beck oder solchen Figuren besteht nun wirklich nicht die Gefahr, dass da ein arger romantischer Input kommt. Ja? Also doch wieder zurück zu einer Spur. Wir müssen zu vitalen Quellen der Kultur, die müssen revitalisiert werden. Und ich sage übrigens immer, ohne Romantik wäre das Leben ein Irrtum. Das ist ein schönes nietzscheanisches Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.